Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command Conquer Alarmstufe Rot 1 auf den Seiten der Sowjets mittlerweile. Und ja, genau, im letzten Part hatten wir ja die ersten beiden Missionen. Das war ein Viertelstunden-Part. Es ging sehr schnell rum, muss ich sagen. Und jetzt gehen wir weiter hier mit den Russen unter Stalin. Und hier sehen wir schon, die sind kurz vor Berlin, also wirklich machen sich bereit für den finalen Angriff. Aber wir sollen uns jetzt erstmal um eine andere Angelegenheit kümmern, hier in Schweden, glaube ich, ist das. Ja, dann wollen wir mal anfangen. The imperialists are at our mercy. We have 14 tank divisions on this border. And the allies with only 3 divisions hold you off. At the rate of our noble comrades advance, we will occupy all of Europe within 60 days. Perhaps, but 11 months over schedule. It is vital to our propaganda efforts that we take Berlin before Comrade Stalin's birthday. Comrade Gradenko, did you not report all our nerve gas sites secure? I inspected them myself. And how did the Allied dogs eliminate our Sovrensk facility? Impossible! My security was... inefficient, as we feared. That plant was our primary site. Will there be enough nerve gas left to proceed with our plan? What about Einstein? Is his propulsion system research still on schedule? Well? I must report. A few hours ago, Einstein was kidnapped. I know. We are recovering him as we speak. Good. Good! I do not wish to kill so committed an officer as you, Gradenko. I don't know where Einstein is, yet. But I do know who betrayed our cause. We have tracked him down in Lund, where he undoubtedly waits to rendezvous with resistance forces. He must die a traitor's death. Get to Kree again and use your dogs to sniff out the coward before he can take refuge in a safe house. Genau, Freunde, willkommen zur nächsten Mission. Und wir müssen uns jetzt gleich beeilen. Allerdings mache ich jetzt erstmal nochmal einen Aufnahmecheck, das passt. Speichere den Kram jetzt erstmal. Und da wieder die Cutscene. Einfach richtig gut, ey. Einfach nur macht die Spielgeschwindigkeit runter. So, weil das hier ist eine Zeitmission. Wir haben hier unsere Hunde. Und wir müssen hier diesen Verräter kriegen. Das ist ein Spion der Alliierten und der will halt, ja, der will halt reden. Ne? Bei den Alliierten und das wollen wir nicht. So, ist klar, dann killen wir die hier. Weil hier sind Einheiten drin. Wie gesagt, also die Cutscene ist ja richtig gut, ey, auch. Der Stalin, finde ich, der ist richtig gut imitiert hier. Der ist richtig gut gemacht. Ich mag den einfach. Auch den Schauspieler. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der heißt, aber das sind Westwood-Mitarbeiter. Und genau, jetzt haben wir hier die Grenadiere bekommen. Schmeißen wir da drauf. Diese Sounds, ey. Diese Sounds einfach nur richtig geil. So, dann geht immer da runter, bitte. Und ja, genau. Wir wissen jetzt auch genau, was die in der ersten Cutscene meinen. Mit dieser Waffe, das ist in Wirklichkeit ein Nervengas. Okay, finde ich sehr interessant, dass das in der deutschen Version so nicht gesagt wird. Bisschen schade auch, aber ja. Gut, was will man dagegen machen? Ne? Das ist, dann machen wir die Kirche kaputt. So, die Zeit, die läuft runter. 13 Minuten. Die Hunde können sich mal da unten um die kümmern. Um die Penner da. So, alles klar. Ihr sollt alle schießen, verdammt. So, jetzt. Ah, da ist noch nicht mal was drin. Okay, ja dann... kill die kommen. So. Der Spion, der wird wahrscheinlich hier hinten irgendwo hinlaufen. Aber. Ja. Gehen wir mal weiter. Nix aber. Habe ich mich kurz versprochen. Und ja.
Genau, dritte Mission mittlerweile schon. Also die ersten beiden Missionen, die waren ja echt ein Witz. So, da ist er. Da ist er. So, Hunde, macht mal euren Turbo an. Weil wenn wir die befehligen, jemanden zu fressen, dann sind die schneller. Genau so sieht's aus. Schaut mal, wie schnell die mittlerweile sind und schaut mal, wie langsam die jetzt sind. Wenn ich einfach nur sage, dass sie irgendwo hingehen sollen. So, wir müssen den Spion auf jeden Fall kriegen. So, und hier geht's noch hoch gleich. Okay, Hunde, los da! Nein! Lass meine Hunde in Ruhe, du Penner. Wo ist der Spion? Oh, mach doch! So. Verstärkung, genau, hier kommen die jetzt. Ah, da ist das Transportboot. Der hat sich hier unten in den Transportboot eingeladen. Und der kommt jetzt gleich da oben raus. Genau. Und hier gibt es, glaube ich, zwei Wege, um die Mission zu schaffen. Einmal den Spion bis hier hinten zu verfolgen. Und eine andere Methode ist halt einfach, das Boot hier zu vernichten. Ich glaube, ich werde sogar die Methode mit dem Boot machen. Weil halt, ja, weil das halt bis jetzt noch nie jemand gezeigt hat auf YouTube. Deshalb werde ich den Weg mal zeigen. Also ich glaube, dass damit die Mission noch Mission erfolgreich gestaltet werden kann. Ja, kill ruhig deinen eigenen Hund. Grenadier, ey. Ach, dieser Soundtrack ist einfach so geil, ey. So schön chillig einfach nur. Und zack, das war's schon. Richtig gut, der Sound. So. Dann können wir das ja mal probieren. Was? Was zur Hölle macht ihr? Seid ihr bescheuert? Warum schmeißt ihr einfach irgendwelche Granaten? Ja, toll. Warum schmeißt ihr einfach irgendwelche Granaten auf meine Hunde? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Deswegen speichere ich das mal lieber. Und guck mal, was passiert, wenn ich das Ding hier im Arsch mache. Also ich glaube, dann müsste Einsatz erfolgreich kommen. Bin mir nicht 100% sicher, aber ich meine, dass das so gewesen wäre. Oder schießen die gar nicht drauf? Doch. Ja, doch, die schießen drauf. So, dann alle bitte. So. Ihr sollt alle drauf schießen und nicht und bitte nicht gegenseitig. So, ja, komm, dann gehe ich die halt einzeln und schießen die mal so drauf und dann schaue ich mal, was passiert. Sollte eigentlich ausreichen. Ja, seht ihr? Das reicht aus. Also, damit kann man sich sehr viel Stress sparen. Alter. Alter! Noch eine neue Cutscene. Ey, richtig gut, ey. Richtig gut. Das freut mich echt, auch wenn sie englisch sind. Aber das ist halt so schön ungeschnitten, ne? Richtig gut, ey. Noch nie gesehen, diese Cutscenes. Noch nie gesehen, ey. Ja, Freunde, aber das... Ganz ehrlich, diese Mini-Mission war jetzt echt zu kurz für einen Part. Ah, jetzt dürfen wir selber hier mitmischen auf den Angriff auf Berlin. Alles klar, Freunde, dann würde ich sagen, Mission 4. Good work dealing with that spy. You please, Stalin. Make sure you never disappoint him. Now, I have a special task for you. We are amassing for our attack on Berlin. The Allies are aware of this, so we are going to, how do they say, throw them a bone? I want you to create a diversion. Occupy their troops until we can drop soldiers behind their lines. Once the troops are in, use the soldiers to cut off Allied communications. With no early warning. We can take Berlin by surprise. Yo! Ja, ach, diese Mission, die ist geil. Diese Mission mag ich richtig. Weil wir hier zum ersten Mal mit den Panzern hier zu tun haben. Oh, diese Panzer. Schaut euch das mal an, Freunde. Ach, ich freue mich so auf die Russenkampagne, ja. So, dann können wir das einmal so machen und dann Mission 4. Ja, diese Frau... Einen Moment, ich mache nochmal ganz kurz Aufnahmecheck. Diese Frau, die ihr da gesehen habt in der Cutscene,
Die hat in der deutschen Version die Synchronstimme von Jodie Foster. Finde ich sehr cool. Und ja, wir sollen jetzt hier quasi die Alliierten ein bisschen ablenken, weil die anderen, die wollen halt Berlin einnehmen jetzt. Und wir sollen ein bisschen Katz und Maus auf Deutsch gesagt mit den Alliierten spielen, mit unseren neuen Schätzchen hier. Ach, das, diese Panzer, ey, die sind einfach so, schaut euch das mal an. Zack, ey. Einfach nur herrlich, diese Panzer. Besser als diese Mini-Gummi-Panzer bei den Alliierten, ey. So, ja, genau, wir sind mittlerweile in Mission 4 und die wird ein bisschen länger. Hoffe ich doch mal. Also ich habe keinen Bock, jedes Mal 15 Minuten Parts zu machen. Ganz ehrlich. So, Sammler, sehr schön. Gut. Bauen wir hier mal unsere Kaserne auf. Und hier oben unsere Waffenfabrik. Die stelle ich mal hier unten hin. Und ja, genau, also sehr interessant. Also wir haben auch in der letzten Cutscene, diese Hinrichtung, die sieht man in der deutschen Version einfach nicht. Ich weiß nicht warum. Die haben es einfach rausgeschnitten und die dann durch eine Standard-Cutscene ersetzt, was ich sehr schade finde. Also, das ist doch sehr krass. Also, wie viele neue Cutscenes man hier einfach sieht, das macht das Spiel direkt zu einem völlig neuen Erlebnis, finde ich. Und ja, wie gesagt, also jetzt sind wir hier an einem Zeitpunkt angekommen, wo Infanterie eigentlich ein Scheißwert ist, mal ganz ehrlich. Also wir haben hier jetzt unsere Lieblingspanzer und die können wir auch direkt mal bauen. So. Und ich habe meine Raketenwerfer, yes. Die mag ich sehr. Das sind meine absoluten Lieblingspanzer bei den Russen, weil die sind einfach verheerend auf feste Ziele. Genau. Und ja, freut mich, dass ihr mal wieder dabei seid bei Command & Conquer. Und ja, freut mich auch mit den 100 Abonnenten. Ich habe jetzt mittlerweile 100 Abonnenten, was mich sehr freut. Danke dafür nochmal, auch wenn ich es in dem Extra-Video nochmal gesagt habe. Aber hier dann auch nochmal. Vielen Dank. Und hier kann ich nichts drücken. Ne? Ja, die Karte ist so okay. So, dann bauen wir mal unseren ersten Raketenwerfer und eine Werkstatt. Genau. Wir wollen auch unser Panzer reparieren, ne? Haben ja bei den Alliierten gelernt, dass das viel billiger ist, als wenn man neue Panzer baut. So, dann direkt den nächsten Raketenwerfer hinterher. Richtig gefährlich, das russische Arsenal. Also, das wird cool jetzt gleich. Was war das denn? Warum überfahren die ihre eigene Sandsackbarriere? Das verstehe ich nicht. Naja, so, dann baue ich mal Hundezwinger und einen zweiten Sammler am besten, weil die Kohle geht langsam aus. Und den Hundezwinger tue ich mal dahin. Flugfelder kann ich bauen? Geil. Okay, dann mache ich das mal. Flugfelder, sehr schön. Geil, mache ich mal. Ach, was machen die da? Überfahren die einfach die ganze Zeit ihre, ihre eigenen Sandsackbarrieren, alles klar. Ich frage mich zwar, warum die das tun, aber ist egal. Da ist der zweite Sammler und der sammelt mal wieder hier in Timbuktu. Sammelt doch mal die Edelsteine. So. Ich habe nämlich auch gleich kein Geld mehr, das ist das Problem. So, du sollst die Edelsteine sammeln, Mann. Du auch. So, nächstes Flugfeld. Naja, unzureichende Finanzmittel. Ja, ich weiß. Ich habe zu spät den zweiten Sammler gebaut, ich Idiot. Warum? Die fahren schon wieder hier irgendwas platt. So, ich brauche jetzt einfach ganz dringend Kohle hier. So, der sammelt ausnahmsweise mal die Edelsteine. Jetzt brauchen wir sogar Silos. Krass, okay. Dann bauen wir einen Panzer schnell. Du sollst doch nicht das Erz einsammeln, Mensch. Was zur Hölle? Ah, was macht der denn? Da habt ihr mal die Wucht von den Raketenwerfern gesehen, ey. Alter Schwede. Die können mal eben so ein BLT mit 5 Einheiten mal eben so zack wegmachen. Ah, shit. Egal. So, dann bauen wir die Dings. Jack. Jack-Angriffsjäger. Und die fahren wieder irgendwas kaputt. Ups, Entschuldigung.
bisschen eklig, glaube ich. Aber ja, so. Und dann noch eine Energie. Und noch eine Jack. Die ist repariert, sehr schön. Und dann können wir den Trupp auch gleich nehmen und mal vorbeischauen beim Gegner. Ja. Wir haben ja bei den Russen... Ah, muss ich noch erklären. Bei den Russen hier sind, haben wir noch diese Spionageflugzeuge. Die sind quasi der Ersatz für den Erforschungssatelliten bei den Alliierten. Das heißt, ja, sobald wir ein Flugfeld haben, lädt sich das auf und wir haben ja Fallschirmtruppen auch dabei. Die sind auch sehr, sehr nützlich auf jeden Fall, finde ich. Also mit den fünfen kann man schon ein Kraftwerk nach dem anderen des Gegners ausschalten. Und das finde ich doch mal sehr gut, ey. Also die Russen, die sind echt OP in diesem Spiel. Aber aufpassen, weil die KI hier im Spiel, ja, die nutzt halt irgendwelche Cheats und Bugs, um sich selber Vorteile zu verschaffen. Das ist halt das bei den Alliierten, ja. Oha, wie viel Energie ziehen die denn? So, dann bauen wir doch noch die letzte Jack. So, dann ich mauer hier jetzt einfach alles zu mit Flammentürmen, weil das ist einfach, ja, Spionageflugzeug. So, seht ihr, jetzt klicke ich das mal hier hin. Und dann zack, seht ihr hier, der hat erforscht. Und hier sehen wir auch schon, aha, hier ist Schatten nachgekommen. Das heißt, der hat da einen Schattengenerator stehen. Okay. So, hier habe ich 4 Flammentürme. Jetzt kommen hier noch ein paar hin und dann war es das. Dann werde ich nur noch angreifen. Und wir haben das erste Mal unsere Fallschirmtruppen. So, dann schicke ich die mal hier hin. Da kommt ein Flugzeug. Einer Antonov, glaube ich. Und bringt uns dann die Soldaten rüber. Oh, weiterbauen einfach. Hier haben wir 5 Fußsoldaten. Und die können einiges anrichten. Ganz ehrlich. Also, weil die halt aus der Luft kommen und hinter die gegnerische Verteidigung abgesetzt werden können. Und das ist doch mal richtig nice. Energie wieder. Alter Schwede. Okay. Was? Was hat der denn da versucht? Naja, egal. Ich habe halt jede Menge Raketenwerfer hier, Freunde. Das passt schon so. So, dann haben wir hier 6 Kraftwerke. Bauen wir nochmal einen Flammenturm. 9. Muss das repariert werden? Ja. Komm, dann mach halt. Und ja, mit denen kann man halt auch ein bisschen erkunden. Kann die hinter gegnerischen Mauern absetzen. Also ist richtig gut. So, ich guck gerade nochmal. Ja, der sollte... Ja, der nimmt noch auf. Wunderbar. Und ja, genau. So, das sollte doch hier genau so. Zack, da ist wieder ein Spionageflugzeug. Also der Cooldown ist sehr schnell von dem Spionageflugzeug. Da ist es schon. Das kann aber nicht getroffen werden vom Gegner, weil es zu schnell ist. Es ist zu schnell. Der Gegner kann es nicht treffen. Das ist das Gute an dem Ding. Und das ist doof jetzt hier. Naja, egal. So. Ich muss schon wieder Kraftwerk bauen. Ja, weil ich halt hier gerade alles zukleister mit Flammentürmen, ja. Aber es muss sein. Ich will halt eine vernünftige Verteidigung haben. Ich weiß, das geht dann vielleicht auf den Effizienzwert, aber das ist mir sowas von egal, Freunde. Ich will eine schöne Basis haben. Das ist mir einfach wichtig. So, dann kommt ihr mal raus da. So. Und die können mal da hingehen. Nächste Panzer, sehr schön. Der passt noch. Wunderbar. Ah, das ist jetzt... Ja, komm, dann mach's halt. Was? 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 Ah, hier. Ah, geil. Okay. Genau. Die 5 Fenniken können auch einen Panzer platt machen, wenn der alleine schießen würde. Schaut euch das mal an, wie viel Schaden die machen. Ja, was macht der denn? Wie unverschämt. Macht den mal kaputt. Danke. Die können einen Panzer platt machen. Seht ihr das? Also die 5 Fenniken sollte man echt nicht unterschätzen bei den Russen. Die sind schon echt krass. Die hauen den echt runter, ne? Das ist schon krass, ja. So, wir haben wieder ein Spionageflugzeug. Erkunde mal für uns. Hier ist nur 2 Bunker, alles klar. Alter Schwede. Die 5 Fenniken haben echt fast 2 Panzer gekillt. Richtig nice.
So, ich glaube, jetzt baue ich noch die 4 Silos und dann sind wir auch fertig.